Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei Easy German. Wir sind heute nach Köln gefahren, um Ees zu besuchen. Yes, ja, Huset Jung. Wir freuen uns sehr. Deine letzte Episode hat sehr viel Beifall bekommen und sehr viele Antworten ausgelöst. Cool. Und deswegen wollen wir jetzt wieder etwas machen mit einer interaktiven Frage, wo sich jeder angesprochen fühlt. Und zwar, was möchtest du wissen? Genau. Wir fragen heute die Leute, was der schlechteste Song ist, den die jemals gehört haben und warum. Weil Geschmäcker sind natürlich verschieden. Also das ist persönliche Meinungen. Wir wollen hier keinen Künstler schlecht machen oder sowas, aber ja. Einfach mal gucken, was die Leute sagen. Ich bin schon sehr gespannt, gerade hier in Köln. Man muss natürlich dazu sagen, dieses Wochenende in Köln ist Karneval. Karneval ist Ausnahmezustand. In Köln sagt man die fünfte Jahreszeit oder irgendwie sowas. Leute verkleiden sich, trinken ganz viel Alkohol und machen Party auf der Straße. Nicht, dass ihr denkt, dass es immer hier so aussieht. Nee. Wer weiß. Nee. Alles klar, fangen wir mal an. Ja. Ees, los geht's, hier ist dein Mikrofon. Ja, Dankeschön. Kann ich euch kurz eine Frage stellen? Ja, eine Frage. Geht auch ganz schnell. Nur eine Frage. Was ist der schlechteste Song, den du jemals in deinem Leben gehört hast? Helene Fischer, Atemlos. Ja? Und warum? Weil es einfach schlimm ist. Ja? Ja. Melodie, alles? Alles schlimm. Okay. Kevin G. Kevin G, genau. Das ist ein Rapper aus unserer Stadt. So. Und sing mal, was macht der? Ja, der rappt, ne? Okay. Wie heißt das? Also der denkt, der rappt, der denkt, der kann rappen. Und der macht dann immer so, der rappt dann halt so, aber der kann das gar nicht. Das heißt, und der redet mehr, als was der rappt oder was? Ja, der denkt, der kann rappen, aber kann der überhaupt nicht. Und was für ein Song? Also jetzt nicht den, ne? So, der ist mein Landsmann und so, ich mag den, aber der kann einfach nicht rappen. So. Was ist der schlechteste Song, den ihr jemals gehört habt? Atemlos von Helene Fischer. Und warum findest du den so schlecht? Das ist einfach scheiße, was soll man dazu sagen? Die singt immer gleich, Melodie ist einfallslos. Okay. Ist kacke. Kann man so stehen lassen. Okay, kann man so stehen lassen. Die Schönheit der Dinge liegt in der Seele derer, die sie betrachten. Sehr gut gesagt. Oder hören. 10 nackte Friseuse. Ja? Und von wem ist der? Krause. Der schlechteste Song. Atemlos durch die Nacht. Aber warum findest du den so schlecht? Du bist nicht der Erste, aber warum findest du den so schlecht? Der ist gar nicht so schlimm, aber man kann langsam nicht mehr hören. Ja. Kreuzberger Nächte sind lang. Ja? Und warum gefällt Ihnen der nicht so? Ist relativ dumpf. Okay. Atemlos. Ja? Helene Fischer, oh Gott. Warum findest du den so schlecht? Zu oft gehört. Ja? Ees. Ja? Was ist eigentlich der schlechteste Song, den du je gemacht hast? Oh, da gibt's viele. Oh, da gibt's viele. Nein, was heißt, wie gesagt, schlecht ist ja immer, ist eine Learning Curve, ne? Eine Lernphase, wo ich glaube, ich am Anfang meine ersten Songs, die ich gemacht habe, die nicht so gut waren. I'm a Barbie Girl. Ja? Und schon nicht so gut. Warum? Sehr kitschig vielleicht. Okay. Und bei dir? I'm Blue. Wegen deinem blauen Tuch jetzt? Aber warum jetzt? Da muss ich fragen, weil I'm Blue ist jetzt nicht für mich genug, um zu sagen, okay, das war's. Also wenn man das singt und dann mittrinkt, dann ist man ja sowieso blau und dann muss man das auch noch sagen, I'm Blue, oh Gott, nee, aber... Das war's schon. Was ist der schlechteste Song, den Sie jemals in Ihrem Leben gehört haben? Atemlos. Atemlos? Helene Fischer. Bei dir auch? Ja. Aber warum? Ich weiß nicht. Also ihr seid nicht die Ersten? Super nervig einfach. Gibt's Songs, für die du dich jetzt schämst? Ja. Ja, was? Da gibt's ein paar. Was? Nee, da gibt's ein paar. Ich habe damals so sehr viele Diss-Songs gemacht, wo ich Leute gedisst habe. Echt? So richtig hardcore, was ja eigentlich nicht mein Style so ist. Ghetto-Style auch. Eigentlich sehr negativ. Und habe ich 2005 oder 2006 habe ich gesagt, ich sag jetzt nichts Schlechtes mehr. Nie ich sag wieder. Keinen Namen mehr. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Keine Namen. Und ich habe gesagt, ab jetzt nenne ich keinen Namen mehr, ich will keinen mehr schlecht reden. Weil es einfach doof ist, so negativ. Das ist nett von dir. Well, es war nicht nett von mir, was ich damals gemacht habe. Aber man ist jung, man, ja. Man braucht das Geld. Deswegen, ja, nein, da war kein Geld. Da ist kein Geld. Aber wirklich, allerschlechteste. Mm. Du sagst, muss ich nicht wieder hören. Nimm dir ruhig Zeit, das ist eine wichtige Frage. Der allerschlechteste. Man nimmt Justin Bieber, Baby. Ja? Ja, ich glaube schon. Und warum genau der? Ja, weil man halt merkt, dass die Sachen im Prinzip nichts Handgemachtes dran ist, da steckt keine Tiefe, die Texte sind völlig für den Eimer, wenn man sie übersetzt. Einfach alles, es ist nur daher gesungen.
Was ist der schlechteste Song, den du jemals in deinem Leben gehört hast, wo du sagst, boah, kann ich nicht mehr hören? Atemlos. Ja? Auf jeden. Das ist, glaube ich, eindeutig. Ja, ihr seid jetzt nicht die Ersten, aber warum? Meiner Meinung nach. Weil er einfach damit dauerhaft genervt ist. Was ist der schlechteste Song, den du jemals in deinem Leben gehört hast? Money Boy, dreh den Swag auf. Oh, ganz schlimm, das lief gestern Abend hier. Ja. Macarena. Oh, ja. Den finde ich sehr schlimm. Ich schäme mich auch für ein paar alte Easy German Episoden. Ja? Also von 2006 und so. Da sind ein paar bei, wo ich mich selber nicht gern sehen mag. Ja. Und ich würde sie am liebsten offline nehmen, wenn sie nicht schon 500.000 Klicks sind. Also, es ist eine Learning Curve. Wir lernen im Leben. Wir sind auf dieser Welt, um zu lernen. Wenn wir nicht lernen, was machen wir sonst hier? Ja, ja. Würden das mal alle so sehen. Also, lernt gute Sprachen auf Easy German und Easy Languages. If not, why not? Ganz einfache Frage. Ja. Was ist der schlechteste Song, den du jemals in deinem Leben gehört hast? Oder den du kennst? Oh mein Gott. Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Ja. Und warum? Warum den Song? Weil der immer läuft und ich den nicht mag. Ja, das Weiße Rössel zum Beispiel. Das finde ich so lustig. Aber warum gerade der? Fällt mir gerade so spontan ein. Das verbindet man immer mit einer positiven und mit einer negativen Erfahrung. Und das war so ätzend. Dankeschön. Schönen Karneval. Pet Shop Boys Go West. Ja? Ja. Und warum finden Sie den so schön? Weil ich damals zu der Zeit in Schweden war und wir haben, glaube ich, irgendwie 20 Stunden am Göteborger Hauptbahnhof verbracht und da wurde der ungefähr 100 Mal gespielt, weil es da so eine Schleife gab. Und deswegen kann ich diesen Song nicht mehr hören. Weil Sie den vielleicht zu viel gehört haben? Ja, nee, das ging nicht, gar nicht mehr. Oder war der so schlecht? Naja, wenn Sie in 20 Stunden irgendwie 100 Mal diesen Song hören, weil der aus irgendwelchen Lautsprechern dröhnt, haben Sie keinen Bock mehr drauf. Und es hält bis heute an. Ja? Ja. Oh Mann, ey. Also es wird umgeschalten, wenn der Song kommt. Okay. Einen schönen Karneval wünsche ich noch. Ja, Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, das war es schon mit unserer heutigen Episode. So schnell ging das. Wir haben viel im Kasten. Is, sag uns mal ganz kurz, was war die Top-Antwort heute? Ich glaube, die Top-Antwort war Helene Fischer, Atemlos. Überrascht? Überhaupt nicht, weil Leute... Woran liegt das? Ich denke, der Song wird so viel gespielt in Deutschland. Überall, Radio, Karneval, überall. Leute haben einfach zu viel den Song gehört und deswegen sagen sie, der Song ist nicht so schlecht. Es gibt sowieso keine richtige oder falsche Antwort. Musik ist Geschmack und hat auch viel mit Kultur zu tun. Aber wir wollten trotzdem einfach mal hören, was die Leute sagen. So, ja. Sehr cool. Und jetzt wollen wir von euch wissen, was ist euer... Hass-Song, wenn man das so sagen kann. Welcher Song kommt euch direkt in den Kopf, wenn ihr denkt, boah, ist der schlecht, den kann ich nicht mehr hören? Schreibt uns das in die Kommentare. Und der nette Is hat sich bereit erklärt, eure Kommentare zu korrigieren. Also könnt ihr auch noch ein bisschen Deutsch üben damit. Schreibt uns in die Kommentare, checkt IsTV aus. Sehr geiler Channel mit sehr viel Infos aus Namibia, aus Deutschland. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder... Und bitte, sorry, ganz kurz. Und bitte, wenn ihr eure Kommentare lässt, bitte nicht negativ umsonst so wirklich hassnegativ, einfach konstruktiv beschreiben, warum ihr den Song nicht liked. Weil hassen, hate, everybody can hate. Let's talk about it in a nice way. Das war ein wunderbarer Abschluss. Dankeschön fürs Zuschauen und bis nächste Woche bei Easy German.